Ja, Biro, morgen steht das Spiel gegen Illertissen bevor. Was gibt es auf der Personalfront zu erzählen? Ja, soweit ist alles gut. Wir können eigentlich momentan auf alle Spieler zurückgreifen. Also von dem her habe ich schon die Wahl und kann auch sein, dass ich aufgrund der Belastung, die wir momentan haben oder hatten, auf die eine oder andere Position wechsle. Was ist Illertissen für ein Gegner? Wir waren die letzten Jahre immer oben dabei, waren auch schon einmal Meister in der Liga unter Holger Bachtaler, haben immer gute Spieler, bedienen sich dann teilweise auch aus ihrer Region, schauen, was beim VfB Stuttgart so abfällt. Also ist eine gute Mannschaft, ist eine junge Mannschaft, hat man auch gesehen, 7-1 jetzt gegen Schalding, gewinnst du nicht auch einfach so, also haben sie dementsprechend Selbstvertrauen und wir wissen, was auf uns zukommt. Wie nah sind Ziers und Steinhardt schon an der ersten Mannschaft dran? Ja, es ist jetzt noch relativ kurz, wo sie jetzt da sind. Sie müssen jetzt ein bisschen an die Abläufe gewöhnen, sie müssen sich an die Mannschaft gewöhnen. Aber wie gesagt, das sind für mich immer Optionen, aber ob ich sie morgen beide schon einsetze oder einen, das entscheide ich jetzt morgen dann noch. Wird Marco Hiller denn wieder ins Tor zurückkehren? Ja, Marco wird heute morgen.